Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 2, Getaway to Glimmer. Okay, lass mal sehen, wir sind hier in Götzenbach. Genau, und da mache ich jetzt mal sofort weiter. Gut. Ja, wie üblich ist ja die Prozedur, Schätze einsammeln, Kugeln sammeln und auch Talisman sammeln. Und immer schön umsehen. Also die übliche Prozedur. Habe ich ja schon erwähnt. So. Wow, nicht hier. Nein. Nicht hier runter. Nicht hier runter. Das ist ein Wasserfall. Da wollen wir nicht runter. Da kommen wir wieder an den Anfang des Levels. Gut. Nee, dann gehen wir zurück. Im Übrigen kriegen wir hier auch den Talisman. Aber ich will ihn, wie gesagt, am liebsten zum Schluss holen. So, kommen wir nun zu der Sidequest in diesem Level, die ich am liebsten so schnell wie möglich hinter mir lassen hinter mir haben will, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer ist, so, aber trotzdem, wir können ja mal kurz hier, Moment, das hier ist ein irgendwelcher Götze. Okay, ja, unsere Mission hierbei ist, mit dem Super Sprint Powerpunkt, diese ganzen kleinen nicht lebendigen Götzen ausnahmsweise umzurempeln. Und dazu wird uns hier diese nette Diva was sagen. Oh, super, dich zu sehen, Spyro. Da jetzt der Super Sprint Powerpunkt aktiv ist, kannst du durch die Säulen flitzen und die tanzenden Hula-Mädchen zu meiner Rettung herschicken. Ja. Ja, genau. So machen wir das auch. Wir machen das, das ist der Supersprint-Powerpunkt. Immer schön Viereck gedrückt halten. Ach, scheiße. Okay. Das war schon mal ein kleiner Fail. Denn die Hula-Mädchen, oder ich nenne sie am liebsten gerade Divas, werden einfach mal von diesem einen Götzen zurückgeschleudert. Ja, toll. Uga Uga, ja. Freut mich für dich. Okay. Ah! Na also, perfekt. Oh je, der arme Götze. Sieh dir das an. Der Regentanz der Hula-Mädchen hat den Götzen wie eine Kerze ausgepustet. Nun kann ich Tänzerin werden, wie ich es mir erträumt habe. Nimm diese Kugel. Sie könnte dir helfen, weiterzukommen. Ja, das wird sie auch. Her damit. Okay, damit haben wir schon alle Kugeln. Es sind hier in diesem Level nur zwei. Brauchen wir nur noch die Schätze und den Talisman. Werden wir aber ruckzuck haben, mit Sicherheit. Einmal schön hier rauf, einmal darauf und einmal hier rauf und dann darunter. Hopp. So, wir holen dann schon mal unseren ersten Extrapunkt. Den kriegen wir, wenn wir hier da hinten schön rübergleiten auf diesen Götzen, auf den Kopf des Götzen. Auf geht's. Dann seht ihr mal, wie das aussieht. Super, ja, so sieht das aus. Wir kriegen ein Leben dazu. Und dieser Sound wird abgespielt. Wow. Na. So. Wir sind dann einfach mal hier oberhalb der ganzen Orte, die wir durchstreift haben. Tja, cool, ne? Wow. Nicht hier runter, darauf, darüber und... Ich glaube, wartet mal. Okay, hier ist die Rakete. Ich hoffe mal, dass hier, das alles dann eingesammelt ist. Oh, nein, nicht so. Darunter. Wow. Okay, sind einfach mal da reingeflogen. In die Rakete, ne? Habt ihr gesehen? Na.
Oi, ja. Wir haben 400 von 400 Edelsteinen. Super. Jetzt holen wir nur noch den Talisman. Ja. Hätte man jetzt einfach richtig mal schön abkürzen können, wenn ich den Talisman davor schon geholt hätte. Aber, ja. Keine Ahnung. Ich finde, es fühlt sich einfach vom Zeitpunkt her besser an, dass ich den Talisman eben zuletzt hole. Weil wenn ich schon alle Kugeln und die Edelsteine eingesammelt habe, dann ist das der krönende Abschluss, der Talisman zu sammeln. Und ja, naja, ich hoffe, einer von euch versteht das. Spyro, du bist ganz schön hart. Wenn du jemals einen festen Job brauchst, haben wir hier einen Platz für dich. Nimm jetzt erstmal diesen Talisman. Ja. Götzenbach-Talisman. Götzenbach geschafft. Woo, ja. Alles klar, hier hält uns dann nichts mehr. Wir gehen nach Hause. Naja, halbwegs. Gut, alle sind wieder happy, das freut mich, also muss ich da nichts mehr rumklatschen, so. Rückkehr nach Sommerwald. Speicherfehler, ja, das liegt daran, meine Memory Card kann jetzt nicht speichern, weil ich ein Safe-State geladen habe und da fällt das irgendwie weg. Keine Ahnung, da ist anscheinend, kann auf die Memory Card nicht zugegriffen werden. Whatever. Naja, egal. Ich habe da keinen Plan von diesem technischen Schnickschnack. So. Okay. Es wird dann Zeit, tiefer in Sommerwald einzudringen. Hopp. No, Schalter. Cool. Auch eine kleine Neuheit, glaube ich, in diesem Spiel. Tja, es gibt so viele Neuerungen in diesem Spiel. Einfach, ich kann gar nicht mehr mitzählen. Hallo, Fünkchen. Oh. Du liegst gut, Spyro. Sammle weiter Talismane, damit wir Ripto schlagen können, bevor er Avala in seine Gewalt bringt. Oh, und sammle auch weiter Kugeln. Der Professor meint, dass sie dir helfen, zur Drachenwelt zurückzukehren. Ja, gut, okay. Machen wir doch mal direkt gleich. Ja, also machen wir schon die ganze Zeit, ja, aber... Ja. So, oh, hallo Jäger. Gefällt dir der Aktivmodus der Kamera? Wenn nicht, kann ich wieder den Passivmodus einstellen. Ich warte mal, passiv einstellen. Okay, fertig. Die Kamera ist jetzt im Passivmodus. Wenn ich es wieder ändern soll, sag einfach Bescheid. Ja, gut, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier der Cursor irgendwie total vertauscht worden ist. Vielleicht ist das ja auch umgekehrt so, ich weiß es gar nicht. So. Ich meine, wenn man auf. Wenn die Kamera auf aktiv steht und dann auf Ja passiv ändern drückt, dass es dann nicht geändert wird. Und ja, da war es. Aber ich glaube, das war, wenn die Kamera passiv ist und auf aktiv stellen müsste, dann ist der Cursor wahrscheinlich vertauscht, glaube ich. Naja, whatever. Wir lecken uns die Pfote und dann reden wir mit Elora. Ich habe oben auf der Mauer etwas Glänzendes gesehen. Du könntest es erreichen, aber erst musst du klettern lernen. Ja, klettern. Wir können dann das nämlich noch nicht, verdammte Kacke. Oh, so ein Scheißdreck. Naja. Das ist immer diese verdammte Faustregel. Immer wenn man was haben will, dann braucht es dafür Zeit. Richtig kacke sowas. Ja, sorry, ich bin heute mal richtig mies drauf. Irgendwie bin ich gerade Stimmung down und ich dachte mal, dass Let's Play nochmal die Stimmung ein bisschen hebt. Aber hey Leute, ich hoffe, ihr versteht das doch, weil bei jedem ist mal die Stimmung down, ne? Aber ich will auch jetzt die Stimmung nicht vermiesen. Okay, wir gehen rüber zu Horikos. Einem richtig düsteren Level. Passt doch zu meiner Stimmungslage schon fast. Ankunft in Horikos. Yeah.
Boah, solche Arschlöcher, ey. Guck mal, die misshandeln einfach mal diese kleinen. Fick dich! Ich hoffe, du stirbst jetzt ganz qualvoll. So. So, du da, was hast du denn zu sagen? Wir hatten immer Ärger mit den Daumenschraubern. Und jetzt haben sie Kraftfelder errichtet, um uns zu trennen. Wenn du Dioden findest, kannst du die Felder ausschalten. Ja, gut. Diode. Ich glaube, dass hier irgendwo eine Diode ist. Aber meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, gut, alles klar. Dann. Ja, die Diode haben wir jetzt gerade eingesammelt. Die werden wir hier einsetzen. Hui. So, und schon ist das Kraftfeld aus. Und kaputt ist dein Spielzeug, du dummer Junge. So. Kleiner Extrapunkt gibt's auch, wenn wir diese Windmühlen zerstören. So. So, dein Geselle hat mich vorhin verprügelt, ja? Also hast du das auch verdient, kleines Arschloch. So. Ah, seht ihr, ich bin richtig aufgebracht, ey. Ich muss irgendwie in diesem Part einfach mal meine schlechte Laune loswerden. So. Meine Güte. Ah, gut. Es ist zwar nicht groß, was passiert, aber irgendwie. Oh, ich hab so einen Weltzerstörerdrang, meine Fresse. Ja, ey. Ich muss einfach mal raus. In irgendeiner Form muss ich es verpacken, verdammt. So. Und ihr könnt euch glücklich schätzen. Das ist nämlich die gesündere Variante des Amoklaufs, ja. Also ihr könnt froh sein, dass ich hier mit dem gleichen Maschinengewehr nehme und überall Menschen abknalle. Was ich sowieso nie machen würde, aber ich kann diese Leute verstehen, die einfach mal Druck ablassen wollen, ja. Und, ja, keine Ahnung. Aber dazu kommt ja, dass sie dazu auch Menschen bestrafen wollen, die sie mobben oder was, keine Ahnung. Oder die von ihnen gemobbt werden, keine Ahnung, ja. I don't know exactly, don't know, ja. So, ba. Und seht euch mal diesen klasse Regenbogen an. Das ist einer der schönen Dinge, die Horikos zu bieten hat. Vielleicht nehme ich das auch als Thumbnail. Aber ich muss mir das noch überlegen. Bang, 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 bang. So. Haben wir schon alle zwei Dioden? Weil wir brauchen jetzt zwei, um weiterzukommen. Hallo, Fünkchen. Hast du diesmal nichts zu sagen? Nee, diesmal ist die Tutorial-Runde anscheinend komplett vorbei. Hallo, Hirni. Bye, bye. So. Let's see. Alles ist hier eingesammelt. Das lässt du schön bleiben, du geficktes Arschloch. So. Fick dich. So. Bye bye, Windmühle. Ich hoffe, du kehrst nie mehr zurück. Gut, kommen wir zu einer weiteren Nebenaufgabe. Die wäre hier. 999 Edelsteine. Wow, cool. Und jetzt haben wir genau die 100. Wetten mal. Yay, perfekt. So, hier, guck mal. Euch bestrafe ich doch hier mit links, ey, ihr alten lila Altbacken hier. So. Du da, was hast du für Probleme? Diese diebischen Daumenschrauber klauen immer unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzen und unseren Generator aktivieren könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Ja, okay. Blitzsteine ersetzen und Diebe fangen. Ist doch gar nicht so schwer. Das wird sogar auch der Schwierigkeitsgrad angezeigt. Wenn die Aufgabe in grüner Schrift nochmal zusammengefasst wird. Hier waren es jetzt 4 Sterne, aber das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ernsthaft. Man braucht nur ein bisschen Zeit dafür, das ist alles. So. So, du rein da. Ah, ja, also. Du sollst da bleiben. So. Es ist so, dass gleich ein paar Diebe kommen und den Strom wieder abklemmen. Beziehungsweise die Kugeln abklemmen. So, hier ist kein. Nee, hier ist gar nichts mehr, okay. We go back. Pass auf, jetzt kommen sie. Oh! Alter! Kopfhörer-Rip.
Hey, du Wichser. Hey, bleib stehen, du alter Sack. Ey, warum Spyro, warum triffst du auch nicht, ey? Meine Fresse, so. Hey, du da. Wo ist der andere Scheißkerl jetzt abgeblieben, ey? Hat er sich einfach aus dem Staub gemacht? Dafür wird er büßen. So. So, wo ist jetzt die andere Scheißkugel abgeblieben? Oh Gott! Leute, ich bin so mad heute, ey! Da! So. Schlucken. Spucken. Schlucken. Oh, meine Güte. Ja, wo ist er jetzt? Wo sind sie jetzt? Da ist keiner, ne? Da hinten sind die Spackos. Fuck! Wo? Scheiße! Oh! Mann, so. Sorry, ich will nicht, dass ihr plötzlich taub werdet. Ne, aber, oh Gott, ey, ich... Oh Gott, ich bin so scheiße drauf heute. Aber ich, ja. Ich glaube, es ist einfach wirklich keine gute Idee, in dieser Stimmung zu Let's Playen. Ich dachte einfach nur, es würde mich auf eine... Oh, welcher Vollspaß, das ist schon wieder. Da, du da. Du bleibst jetzt diesmal stehen und... Na also. Und wo ist der andere Scheißkerl, den ich gehört habe? Da. So. Hast du dir den Kopf verbrannt, du? Es tut mir leid. So. So, wer hat hier was abgeklemmt? Da. So, das sind doch schon die Nächsten. So. Wo sind sie diesmal? Was? Hier ist keiner? So. Noch irgendwelche Fragen? Nein, dann mache ich weiter. So, wenn ihr erlaubt. So. Na. Wo seid ihr? Wo? Nobody here? Ah, there. Und ihr ahnt schon, wenn wir 10 besiegt haben, dann haben wir endgültig Ruhe. So, jetzt kommt's bestimmt nochmal gleich. Wetten mal. Da! Ich wusste es. So. So, noch jemand? So, der letzte. Wo ist der letzte? Da hinten ist noch alles, so wie es sein sollte. Naja, alles klar. Nee, gut. So. Aua. Scheiß Kopfstoß. So. Guck mal, wir haben jetzt... Warte mal, wo? Hä? Wir hatten doch jetzt alle? Alle? Hä? Hä, wo ist denn jetzt hin? Da. Lol, okay. Wir hatten jetzt alle Kugeln drinne, aber wir müssen noch den 10. Dieb besiegen, damit das jetzt wahrscheinlich passiert. Ja, Tatsache. Oh, lustig. Mal wieder was dazugelernt. Unter unseren Blitzsteinen habe ich dieses glänzende Ding gefunden. Nimm es bitte als Belohnung. Ja, danke schön. Wunderschöne Kugel, ich liebe sie. Okay. So, wir gehen zurück, denn hier hält uns jetzt nichts mehr. Hopp. Okay. Hallo, du Schraubenknüppel da. Nana, unterlass das bitte, du gewalttätiger Rowdy. Blödian, so.
Okay, wir brauchen hier 18 Geisterpartikel. Aber ja, ihr wisst schon, wir haben wieder 20 Minuten erreicht. Und hier muss ich dann wieder mal eine kleine Pause machen. Aber keine Panik, es geht bald weiter. Und wie gesagt, tut mir echt leid, dass ich heute ein bisschen Stimmung jetzt vielleicht nicht die beste war, aber... Oh Gott, aber Leute, ich bin auch nur ein Mensch und Menschen sind eben auch mal schlecht drauf, okay? Naja gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Treff und ciao.